Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Wir sind jetzt hier oben auf dem Himmelturm und stellen uns gerade Rayquaza, der uns zum Kampf herausfordert. Wir haben gespeichert, wir sind startklar. Wir kämpfen gegen Rayquaza. Aber vielleicht heilen wir vorher nochmal unsere Pokémon, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Frage ist, welches Pokémon schicken wir denn in den Kampf, ne? Ich würde mal zumindest im ersten Versuch Kapilz nach vorne setzen. Weil das hat halt den Trugschlag. Ich will es halt nicht töten, ne? So, jetzt nochmal speichern. Und auf geht's. Rah! Ein Rayquaza erscheint. Also ein Zufall. Kapilz. Oh, es ist E-Level 70. Das heißt, vielleicht töten wir es doch nicht gleich. Ich fange mal mit einer Samenbombe an. Oh. Ja, dann sind wir wohl schon am Arsch. Dann halt im nächsten Moment. Boah. Ja, wir müssen wahrscheinlich Voltenso nehmen. Auch wenn das wahrscheinlich tötet, aber alter Schwede, ey, wenn das jetzt immer so geht. Das ist ja hier ein Ladungsstoß. Das wird richtig, richtig übel. Das kriegen wir ja so niemals down. Und das kriegt uns sehr viel down. Ah, es ist paralysiert. Das ist schon mal gut. Das macht ihm aber gar nichts. Ich fürchte, wir müssen sie sehr oft laden, weil... Das ist ja hier, also... Wenn das jetzt jedes Pokémon mit einer Attacke umhaut, so stark wird das, wenn wir das nachher gefangen haben, nie sein. Das ist wieder nur so ein Story-Ding, dass das so stark ist. Ja, was machen wir jetzt? Ich meine, wir haben es nicht mal im roten Bereich, aber jede Attacke wird töten, ne? Wir müssen es jetzt versuchen zu fangen, notfalls laden wir. Überball. Ist natürlich schade, dass wir unseren Masterball nicht mehr haben. Ich schätze, Groudon hätten wir einfacher gefangen. Eventuell werde ich jetzt diese Folge ein bisschen schneiden. Wenn wir jetzt 300 Runden brauchen, bis wir es gefangen haben, dann werde ich das schneiden. Weil das bringt ja nichts. Aber es ist auch cool, dass es paralysiert ist und trotzdem einfach jede Runde eine Aktion durchführen kann. Aber gut, wir machen einfach mal weiter und wie gesagt, eventuell schneide ich dann mal. Was? Das waren zwei Bälle. Zwei Bälle. Ich hatte jetzt so mit 50 oder so gerechnet. Zwei Bälle. Ja, es heißt, Rayquaza lebe bereits seit mehreren hundert Millionen Jahren. Legenden zufolge hat es den einzigen Konflikt zwischen Groudon und Kyogre beendet. Nein, kein Spitznamen. Was zur Hölle? Oh. Ja, wir müssen es im Team haben. Was haben wir gesagt? Racheflug, ne? Das heißt, wir müssen es, ja, also hier Brutalanda müssen wir einmal kurz rausnehmen. Ja. Ich hoffe, dass wir die anderen heilen können, noch bevor irgendwas passiert gleich. Du hast es geschafft. Lululum. Glückwunsch, Toxie, und danke, dass die Geschichte, dass Rayquaza nicht mich, sondern dich ausgewählt hat, macht mich sprachlos. Aber irgendwie verstehe ich es auch. Du bist dazu auserkoren worden, unsere Geschichte als neuer Erbfolger fortzuführen. Also werde ich mein Wissen an dich weitergeben. Es handelt sich um den letzten Schlüssel zu Rayquazas wahrer Form und Stärke.
die Attacke Zenitstürmer, die nur Rayquaza zu beherrschen bestimmt ist. Rayquaza wurde das Wissen zu Zenitstürmer anvertraut. Gut. Also gut, ich werde nun meine letzte Aufgabe als Wissenshüterin erfüllen. Die Kraft von Rayquaza, die du dir zu eigen machen konntest, du musst mir durch einen Pokémon-Kampf zeigen, dass du sie zu beherrschen verstehst. Das ist die letzte Aufgabe der Wissenshüterin der Meteoraner. Ey, wenn wir jetzt unsere Pokémon nicht heilen dürfen, ne? Weißt du, du hast so einen Kampf, wo der mit einer Attacke ein Pokémon aus dem Leben haut und dann kommt jetzt hier so ein Kampf, so ein Story-Kampf. Wehe, wir können die Pokémon nicht heilen. Puh. Mein Herz, das schlägt schneller. Ja, mein Herz, das rast. Du schaffst es. Ja, unsere Pokémon wurden scheinbar geheilt. Wir haben 6 zur Verfügung. Und wir müssen scheinbar Rayquaza einsetzen. Na gut, du hast doch bestimmt eine Drachenattacke, ne? Dann würde ich ja mal sagen, hier Mega-Entwicklung und ein Drachenpuls. Rayquaza, zeig mal, wie du aussiehst in deiner Mega-Entwicklung. Nice. Rayquaza hat sich zu Mega-Rayquaza entwickelt. So, Viscogon ist Geschichte. Jetzt hoffe ich, dass wir jedes Mal den ersten Zug kriegen. Dann sollte das gegen eine Drachentrainerin ein leichter Kampf werden. Wenn es aber vorher uns erledigt, dann wird es schwierig, ne? Monagoras. Wir kämpfen weiter. Wir haben jetzt ja schon die Mega-Entwicklung gemacht. Da werden wir natürlich nicht wechseln. Wir machen weiter mit Drachenpuls. Das ist sehr effektiv. Gut, wenn das so weiterlaufen sollte, ist super. Wir haben aber natürlich zum Glück noch... Oh nein. Irgendwas stimmt gerade nicht. So, da musste ich gerade mal einen kleinen Schnitt setzen. Ich hatte hier irgendwie absolute Überlastung. Mein Aufnahmeprogramm war zu 100% ausgelastet. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwie war Twitter im Hintergrund scheinbar ein Problem. Ich hoffe, jetzt geht es wieder. Das ist natürlich ärgerlich, dass das mitten im Kampf war. Aber ich dachte, bevor das jetzt weiter ruckelt, wir kämpfen weiter mit Rayquaza. Und machen weiter den Drachenpuls. Schätze, genauso ist es auch gedacht. Wir mussten ja extra Rayquaza ans Team nehmen. Uhafnir. Geht weiter. Drachenpuls. Das ist sehr effektiv. Uhafnir, auch ein saucooles Pokémon, mag ich sehr. Und als nächstes Brutalander. Und da wird sie die Mega-Evolution machen. Wie beim letzten Kampf auch. Und, aber wir machen trotzdem den Drachenpuls. Vielleicht, nee, ich wollte gerade sagen, wir kommen ihr nicht zuvor. Sie macht doch die Mega-Evolution. Ah, ja. Cool aus. Aber hilft dir nicht. Ich glaube, das war's, ne? Gardevoir Level Up. Du hast wirklich großes Talent, Toxi. So, was nun?
Wurde unser Bitten erhört? Nun ist die Ordnung wiederhergestellt. Toxi und Rayquaza, zusammen solltet ihr es mit dem Meteor aufnehmen können, der auf diesem Planeten zurast. Ehrfolger Toxi, unsere Hoffnungen ruhen auf dir. Schütze gemeinsam mit Rayquaza die Natur, die Pokémon und die Menschen. Ich werde mein Bestes geben. Oh, habe ich denn jetzt den Raumanzug auf einmal her? Ist das der, den wir aus der Urzeithöhle haben? Ich weiß gerade nicht mehr. Scheinbar reiten wir jetzt in den Weltraum. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Jetzt ist hier wieder Mega Groudon, nee, Mega Rayquaza. Oder ist das dann auch Proto Rayquaza? Ich weiß gerade nicht. So, da hinten blinkt ein Stern. Das ist wohl dieser Asteroid, Meteorit. Bam! Oh. Scheinbar passiert hier noch etwas. Was bist du? Okay. Oh. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Plot Twist. Ein Deoxys erscheint. Los, Rayquaza. Ja, Level 80. Ja, was mache ich da jetzt, damit es nicht wieder direkt stirbt? Drachenpuls. Ich hätte gerne nochmal gespeichert, ne? Ja, wir müssen es fangen, versuchen zu fangen, weil alles andere wird wieder töten. Ja, Hyperball, ne? Nützt ja nix. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder so viel Glück wie eben, aber ich bezweifle es, so viel Glück hat man nie. Also auch hier gilt, ne, wenn das jetzt viele Runden in Anspruch nimmt, dann werde ich nochmal einen Schnitt setzen. Oh, da sind wir fast hinüber. Also wie gesagt, wenn ich jetzt viele Bälle werfen muss, dann mache ich einen Schnitt. Damit ist Rayquaza hinüber. Ja, was könnte denn da jetzt gut sein? Ich weiß doch auch nicht. Ich probiere nochmal Kapilz. Vielleicht kriegen wir es immer mit dem Trugschlag nochmal weiter runter. Es sei denn, wir sterben jetzt wieder mit der ersten Attacke. Ah, okay. Ist das gut? Und das machen wir gleich nochmal. Oh. Oh. Da wird die nächste...
So. Jetzt probieren wir weiter, es zu fangen, aber ich habe so das Gefühl, das wird ein harter Kampf, weil das uns nach und nach zerlegen wird. Ah, schade. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt quasi unsere Pokémon alle mit einer Attacke nach und nach zerlegt werden und wir das deshalb nicht schaffen. Aber nützt ja nichts, ne? Aber das finde ich immer ein bisschen heftig. Pokémon, die sonst unsere Pokémon nie mit einer Attacke töten würden, in den Storykämpfen können die das dann auf einmal. Das ist leider auch so ein Pokémon-Ding. Und jetzt auch noch das, ne? Also das ist ja überhaupt die allergrößte Scheiße. Legendäre Pokémon, die sich heilen, ne? Weißt du, du kriegst sie schon nicht runter im Kampf. Oh, bitte, ey. Und jetzt hat das direkt noch die nächste Attacke. Und tötet uns mit einem Schlag. Na, ich wollte gerade sagen, boah, wie unfair ist das denn? Ja, also Trugschlag ist jetzt raus. Kapilz wurde zerlegt. Ja, vielleicht muss ich nachher nochmal laden und quasi einfach alles nochmal machen, weil wir wieder zwischendurch nicht speichern durften. Also das nervt mich immer an Pokémon, dass du solche Story-Sequenzen nacheinander hast und du hast keine Chance, zwischendurch mal eben zu speichern. Du willst doch vor so einem Kampf speichern. So, da ist unser nächstes Pokémon hinüber. Okay, es hält noch einmal aus. Eieiei. Ich ziehe in Betracht, für das Let's Play dieses Pokémon nicht zu fangen. Das wäre natürlich bitter. Aber ich meine, wenn jetzt gleich alle unsere Pokémon down sind, dann haben wir eh keine andere Wahl. Dann haben wir eh verloren, ne? Aber es war klar, dass wir nicht so viel, so viel Glück haben wie bei Rayquaza. Ein bisschen Angst, dass die Folge jetzt zu lang wird. Ja. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, Gott sei Dank. Ja, Voltenso, das Level-Up hast du dir verdient. Hammer. Da haben wir, also... Auch wenn ich mich sehr aufgeregt habe, da haben wir auch ganz schön viel Glück gehabt. Deoxys. Die DNS eines Weltraumvirus hat eine spontane Mutation erfahren, da sie einem Laserstrahl ausgesetzt wurde. Daraus entstand Deoxys. Das kristallartige Organ auf der Brust dieses Pokémon ist sein Gehirn. Oh. Nein.